38 finde direkt die Ente. Dein Name? Mario. Jetzt habe ich beide. Abzieher. Ja, moin. Wir sind heute hier irgendwie beim Mario. Der Mario ist ein alter Bekannter von mir und der Sohn hat uns irgendwie auf YouTube gefunden. Und dadurch hat der Mario rausbekommen, wer wir sind. Das ist der Colin. Hallo. Der hat uns irgendwie, also du hast mich über die Jaquita gefunden, ne? Ja, das stimmt. Man ist ganz großer Fan von Jaquita und heute gehen wir, was ist das eigentlich, Mario? Das ist so... Enten suchen, was auch sonst, ne? Die Ente geht Enten suchen. Und zwar kann man da irgendwas gewinnen auch. Das ist von Radio Leverkusen. Und da sind heute 15 Enten versteckt bei der Wacht am Rhein. Und da fahren wir jetzt hin. Hi. Wir sind jetzt an der Wacht am Rhein. Und hier ist auch tatsächlich schon Radio Leverkusen da. Und ein paar Leute auch. So, ganz kurz mal rüber geschwenkt. Und ich würde sagen, wir fangen eine Ente, oder? Ja, schaffen wir schon. Ja, also ich würde sagen, mindestens 3, oder? Ich dachte, 15. Guck mal, unsere Konkurrenz, ach, die eine ist schon, ja, die kann auch nicht laufen. Die kann gar nichts. Das ist doch keine Konkurrenz. Okay, ich bin mal gespannt, bis gleich. Und deshalb haben wir insgesamt 15 Entchen versteckt. Da hat jetzt erstmal jeder die gleiche Chance, die zu finden. Unter einer dieser Enten lebt wie jeden Tag in den Ferien sonst auch. Und der ein Code, mit diesem Code dann wandert man in den Lostopf für Rathausgalerie-Gutschein. Ja, jetzt ist die große Jagd, Indiana Jones Jagd hier losgegangen. Aber nicht auf, was? Komm, eine Rolle. Der Colin rennt einfach davor. Das ist wahrscheinlich gar keine Ente. Hör mal, Indiana Jones, was hat er nochmal gesucht? Was hat er ja gesucht? Irgendwas hat er doch. Schatz. Ja, aber was? Ein Schatz, du bist ja. Sag mal, ist das dein Ernst? Der goldene Entenschatz. Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie so ein Skelettkopf oder so? So ein Diamanten-Skelettkopf? Das war Quarterman. Quarterman, ja, natürlich. Viel geiler als Indiana Jones, oder? Ja, definitiv. Quarterman. Wer das nicht kennt, hat das Leben verpennt. Nicht dein Ernst. Komm mal runter. Aber er hat echt eine Ente gefunden. Mario und ich mit 38 finden direkt die Ente. Dein Name? Mario. Wo war sie? In diesem großen Blumenbehälter. Was machst du jetzt mit dem Entchen? Ich gebe ihm meinen Sohn. Der hat sich die verdient und dann kommt... Definitiv. Der läuft doch irgendwo da vorne rum. Der ist vorbeigerannt. Ja, der ist vorbeigelaufen. Alle sind vorbeigelaufen. Ich habe mir gedacht so... Ja, der Mario, krass. Der hat einfach direkt mal diesen kleinen Schnabel gesehen. Mega! Oh, scheiße. Wie du aussiehst. Was ist das denn? Hör mal so. Ja, so geht's. Guck mal die Beine! Ich meine. Ey, stell dich mal so hin. So. Jetzt habe ich beide. Abziehen. Schnell rein. Rein da. Ja, und wieder geht ein entenreicher Tag zu Ende. Entenreich im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben einfach eine Ente gefunden. Definitiv, sogar zwei. Ja, 2, 3, 4. So richtig cool. Mega. Hat Spaß gemacht. Mega. Mega. Guck mal hier, meine Buttons. Sind die nicht cool? Ja, ich weiß, ich bin ein Kind. Ne, das war die andere, ne? Ja. Wir wollen die coole. Die ist auch cool. Ja, die macht nicht diesen Move. Die andere macht ja so einen Move mit dem Flügel. Hä? Ja, guck mal. Ach so, ey, Alter. Checkst du oder was? Checkst du das, ja? Hey, hier. Das ist voll scheiße warm hier. Und Colin, du auch Spaß gehabt? Ja. So, wir haben natürlich auch Special Parkplatz. Wir waren die Letzten, die angekommen sind. Einfach hier. Ja. Und mag keiner mehr. Einfach hier hingestellt. Deswegen Roller. Das ist VIP-Parkplatz. Ja, ist echt cool. Alexa, stopp.
Ich muss jetzt tatsächlich Radio Leverkusen ganz viel hören, weil wir haben ein Interview gestern gemacht und es kann sein, dass es vielleicht sogar hier schon im Blog drin ist. Dann brauche ich es gar nicht erzählen. Ich habe wieder ein Paket. Ich weiß, ihr mögt Pakete. Und deswegen packen wir heute wieder eins aus. Wir haben schon spät, ich muss morgen früh aufstehen. Gleich gibt es noch einen Stream auf einem Gaming-Kanal. Unten in der Beschreibung ist er verlinkt oder an der Endcard. Unbedingt abonnieren, kostenlos. Kommen oft Livestreams oder auch mal so. Da kommt hauptsächlich Heyday, aber ab und zu mal auch GTA und Minecraft. Und jetzt wollen wir das hier öffnen, denn ihr seid ja auch schon alle gespannt, was die Ente sich wieder gekauft hat. Und es ist... etwas ganz anderes, als ich jetzt erwartet habe. Scheiße. Ich habe eigentlich was ganz anderes erwartet, weil ich es schon vor einer Woche bestellt habe. Und das hier habe ich gestern bestellt. Aber Amazon Prime ist einfach der Hammer. Amazon Prime ist einfach das Geilste. Hätte ich jetzt gar nicht gebraucht, weil das nächste Mal Urbexen, also Lost Place besuchen und so, tue ich ja, wenn die Jakita erst wieder da ist und die ist ja jetzt in Urlaub. Das heißt, ich brauche das jetzt gar nicht. Trotzdem packen wir es jetzt mal aus. Oh. Ja, ihr wisst, wenn ihr Lost Places besucht, müsst ihr gegen Asbest euch schützen. Und da ist hier so eine Maske ganz gut. Also man kann natürlich auch die Einwegmasken holen, aber ich habe mir jetzt einmal eine richtige geholt. Und ich würde sagen, ich zieh die jetzt einfach mal an. Nein, ich zieh die jetzt mal an. Die ist eigentlich ganz cool, glaube ich. Ja, moin! Ja, wahrscheinlich kann ich die meinen Videos nicht anziehen, weil dann hört man mich einfach nicht mehr. Also die werde ich tatsächlich dann anziehen in Gebäuden, wo es wirklich Sinn macht. Also wo wirklich richtig dick Schimmel und so ist, wo ich dann auch nicht groß quatschen werde, sondern eher filmen. Da werde ich dann vielleicht ab und zu so rumlaufen. Und wenn ich reden will, mache ich dann mal kurz so. Das ist eigentlich Quatsch. Aber ich bin jetzt halt bestens ausgerüstet. Wer auch sowas bestellen will, der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ist hier immer ein Rafflink und so, ihr wisst Bescheid. So, das war's mit dem Vlog hier. Vergesst mich nicht zu abonnieren. Ciao.